Yo, Tachchen, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist DJ Vincent aus Frankfurt und meine Firma heißt DJ Service Frankfurt. Wollte ich nochmal am Anfang irgendwie sagen. So, heute ist der 20. August 2022. Es scheint ein wunderschöner Tag zu werden. Heute Morgen war es ordentlich bewölkt. Jetzt klart das alles so ein bisschen auf. Und ich erwarte für den Nachmittag Sonnenschein, nichts anderes. Ich bin unterwegs zu einer Hochzeit nach Seligenstadt. Wer nicht weiß, wo Seligenstadt ist, das liegt Richtung Osten von Frankfurt aus gesehen, so Richtung Würzburg. Also die A3 ein bisschen und dann ist man schon fast in Seligenstadt. Das sind jetzt von hier aus gesehen 44 Kilometer, also wirklich nicht eine lange Strecke. Das ist alles cool. Und von der Uhrzeit ist es 11.36 Uhr. Die Hochzeit, zu der ich jetzt fahre, die ist eigentlich schon geplant, auch noch von vor Corona. Also der ursprüngliche Termin war 2020 und das Hochzeitspaar ist mir aber treu geblieben und hat gesagt, Wolfram, wir wollen dich trotzdem und sind froh, dass wir einen DJ haben. Location war auch alles cool, alles klar. Und ja, ich habe mir folgende Gedanken gemacht. Und zwar, in den letzten Wochen habe ich mir viel Lichteffekte angeguckt und war auch so kurz davor, nochmal richtig Geld in die Hand zu nehmen und nochmal Sachen zu kaufen. Und habe dann aber mit ein paar Freunden gesprochen, unter anderem Andy Fischer aus Ahrensburg bei Hamburg und auch mit Marco Maribello. Und die haben mir so ein Feedback gegeben. Ja, Wolfram, das ist alles cool, was du dir da überlegt hast, aber kostet halt alles Schweinegeld. Und dann am Ende des Tages war so auch der Tipp von Marco, versuch doch einfach mal was anderes zu machen. Also irgendwas, dein normales Standardprogramm, deine normale Standardausrüstung so ein kleines bisschen zu verändern, um einfach mal wieder andere Lichteffekte zu benutzen, anderes dies zu machen, anderes das zu machen. Ich habe das schon mal gemacht und zwar bei einer Hochzeit im Loft 1. Video blende ich euch da oben ein. Und zwar einfach andere Lichteffekte benutzen. Normalerweise ist mein Standard-Lichteffekt der Stardust LED von Lightmax. Heute nehme ich den Quad-Phase mit von Lightmax oder keine Ahnung, Quad irgendwas. Das ist auch so ein Moonflower-Effekt, aber mit 6 Linsen und funktioniert auch ein bisschen anders. Hat 3 Spiegel hinten drin. Und das ist ein Lichteffekt, der ist eigentlich auch schon so ein bisschen älter. Kann man fast sagen, der ist bestimmt schon 10 Jahre alt. Aber ich habe den einfach nicht so oft benutzt, weil das Gehäuse größer ist, also mal locker doppelt so groß wie das vom Stardust, benutzt also mehr Raum, mehr Volumen, wenn ich es einlade, aber ist jetzt nicht so gravierend. Ihr seht ja hinter mir, ne, ist eigentlich nichts drin im Auto. Und dann auch nochmal so ein bisschen vielleicht die Scheinwerfer woanders hinstellen, anders einsetzen, gucken, was du anders machen kannst, um dadurch einfach auch wieder ein bisschen mehr Spaß reinzukriegen, ein bisschen mehr mit dem Material zu arbeiten, was man sowieso auf dem Lager hat. Weil die Lichteffekte, die ich mir rausgesucht hatte, die hätten pro Stück 1600 Euro gekostet. Brutto. Und dafür hätte ich dann sogar noch eine Bestätigung vom, also ich habe nicht nochmal so eine extra Bestätigung vom Gewerbeamt bekommen. Das habe ich zwar angefordert, aber dauert natürlich ewig, weil ich einmal umgezogen bin. Und auf dem Gewerbeschein muss die aktuelle Adresse stehen, also hat das nicht geklappt. Und ich meine, 1600 Euro für einen Lichteffekt, dann brauchst du also locker mal 4. Und das könnt ihr euch ja selber ausrechnen, wie viel Geld das ist. Also, ich habe mir die Lichteffekte nicht gekauft, habe auch keine neuen Moving Heads oder sonst irgendwas, sondern ich benutze jetzt einfach das, was ich habe. Material, was ich sowieso bezahlt habe. Und setze es einfach ein bisschen anders ein. Das werde ich sicherlich demnächst auch nochmal machen mit den Mini-Wash-Lichteffekten, die ich habe. Mit den Scannern, die ich habe. Und ja, einfach mit dem Zeug, was ich im Lager habe. Um einfach mir selber auch den Gefallen zu tun, ein bisschen was anders zu machen, damit die Videos, die ich da von meiner Anlage filme, dass die einfach ein bisschen anders aussehen. So, jetzt fahre ich erstmal los und das dauert jetzt ungefähr eine halbe Stunde. Und dann gucken wir uns mal die Location an. Die Location heißt Landgasthof Neubauer. Von der Anzahl her sind 60 Personen, so 63 Personen sind angemeldet. Ist also echt nichts Großes. Tonmäßig ein kleiner Subwoofer, 2 Topteile, fertig ist der Lack. Und wir werden aber versuchen, den Sektempfang ab 16 Uhr draußen zu machen, um dann irgendwann abends wieder reinzugehen und dann dort eben ein bisschen Party zu machen. Nebelmaschine ist dabei, Funkmikrofone sind dabei. Ob ich das alles brauche, werden wir sehen. Und von der Musik her, die beiden haben hier eine ziemlich ausführliche
Liederliste geschickt, aber da ist jetzt echt nichts dabei, was mir Kopfschmerzen bereitet. Nee, alles cool. Habe ich natürlich alles vorher vorbereitet, beziehungsweise durchguckt, was habe ich da. Und von daher, alles cool. Ich freue mich drauf, jetzt fahren wir erstmal ein Stück und dann sehen wir uns im nächsten Clip. Bis gleich. Ich bin ja schon an der Location und das war wirklich vielleicht 500 Meter hinter dem hinter dieser Gärtnerei Löwer, wo ich neulich war. Und dann einfach nur rechts rein und nochmal 50 Meter und dann war ich schon da. Und jetzt bin ich schon da. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt, ihr seid bei einer Location und denkt euch, warte mal, das kenne ich doch alles schon. Also ich komme hier vor, als wenn ich hier schon mal gewesen wäre. Heute ist ihr, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Kann man das sehen? Willkommen zur Hochzeit von Susanne und Nico. Also, da bin ich schon mal richtig. Das ist schon mal gut. Ach, guckt euch, ey, mega, guckt euch das mal an. Wow. Das ist ja der Knaller. Nee, hier war ich garantiert noch nie. Alter Verwalter, ist das cool. Das ist, also oben würde ich jetzt mal sagen, das ist so OBS, also Rausholz. Aber hier, ey, super eingerichtet. Das sieht echt klasse aus. Guckt euch das mal an, ey. Ich sehe auch schon überall Floorspots. Das ist der Geschenketisch. Da sitzt offensichtlich ein Baby. Ah, okay. Und hier haben sie direkt eine Spielecke für die Kinder gemacht. Mit Stiften, ah, geil, mit Stickern. Geil, ey, mein Sohn würde ausflippen. Sticker von Paw Patrol. Mega cool. Ist das hübsch hier. Ah, und da ist auch schon so ein... Naja, das hier sieht so ein bisschen nach Tanzfläche aus. Ja, oh, das sieht sehr nach Tanzfläche aus. Immer da, wo so ein leerer Tisch steht, da muss der DJ sich hinquetschen. Neben hier so einem großen Bäumchen. So, jetzt gucken wir doch mal, wo das Brautpaar sitzt. Susanne und Nico. Ne, hier nicht. Achso, hier sind auch noch mal, ist auch nochmal so ein Tisch mit einem Gästebuch. Auch nicht schlecht. Und hier, ey, eine riesen Catering-Station. Mega. Also ich muss mal sagen, ich bin ja echt schwer beeindruckt. Ist das toll. Das sieht echt, ist, wow. Und hier ist auch schon eine fette Anlage drin, also vier große Lautsprecher, sieht so nach 12 Zoll aus. PV. PVUL. Gucken, was hinten drauf steht. Kann ich leider nicht erkennen, was da hinten drauf steht. So, aber hier gibt es noch eine Fotobox. Das ist ja auch ganz cool. Und, guck mal, die haben da oben sogar so einen Theaterscheinwerfer hingezimmert. Damit hier die Decke beleuchtet wird als indirekte Beleuchtung. Und hier ist so ein Cameo, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber die habe ich auch schon mal gesehen. Und da ist der Drucker mit dabei. Ey, mega, von wem ist die? Ist das geil. Und da oben, hier geht die immer noch weiter, ne? Also da oben Ventilatoren an der Decke. Da. Und auch noch ein Beamer direkt am Start. Und hier schon die Leinwand mit runtergefahren. Auch nochmal Floorspots, Floorspots, Floorspots. Es ist super. Warte mal, jetzt müssen wir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tische. Und ich glaube aber, es kommen nur 73 Gäste. Ah, hier sind Mr. und Mrs. Susanne und Nico, ja, das ist ja cool. Die haben hier sogar, Gelder zurechtdrücken. So. Die haben hier sogar so kleine goldene Schriftzeichen, Schriftzüge. Ja, mega, ey. Das ist toll. Also ich habe jetzt schon richtig Bock, muss ich echt mal sagen. Alles klar, dann baue ich jetzt mal auf. Der Raum ist natürlich riesig. Und dann muss ich mir überlegen, ob ich vielleicht erstmal einen Lautsprecher
dahin stelle, also DJ-Tisch, einen Lautsprecher vielleicht da, das ist der mit dem Subwoofer, und dann nochmal einen zweiten hier irgendwie weiter in den Raum rein, damit die nachher bei den Reden, bei den Ansprachen auch ein bisschen was hören. Wobei da hinten ganz in der Ecke, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, da hinten steht auch nochmal ein Mikrofon. Und ich glaube, das ist dann für die, geht dann über die Lautsprecher, die hier sowieso schon eingebaut sind. Ich weiß nicht, ob man das gerade hören konnte. Draußen hat es gerade gedonnert. Also ich vermute, da wird hier noch ein bisschen was runterkommen. Dann baue ich jetzt erstmal auf und dann sehen wir uns im nächsten Clip. Bis gleich. So Leute, das hier ist erstmal ein erster Aufbau. Ich habe jeweils ein Flatpaar hier unter dem Lautsprecher, ein Flatpaar hier unter dem Lautsprecher und dann nochmal zwei Flatpaar auf diese Lichtmasten hier links und rechts am DJ-Tisch festgemacht. Ich hatte das mal in einem anderen Video beschrieben. Ich habe mir hier so Adapter schweißen lassen, die also genau hier auf diese Flanges passen. Und eigentlich war meine Idee gewesen, diese Lightmax Quads da drauf zu setzen, aber dann sind die einfach zu dicht beieinander. Und irgendwie finde ich es so ganz cool. Und ich habe hier hinten auch nochmal ein Flatpaar auf den Boden gelegt. Dieser Flatpaar und diese beiden hier, das ist jeweils eine Gruppe und die beiden äußeren sind dann die andere Gruppe. Also was jetzt die DMX-Belegung angeht. Ich den noch ein bisschen runter. So, und jetzt wäre halt die Frage, was mache ich mit den Quad Phases, also diese Lichteffekte. Ich glaube, ich werde diesen Flatpaar hier und diesen Flatpaar, die werde ich nochmal abschrauben und lege die dann ja praktisch wie gewohnt unter die Dreiecke und werde die Quad Phases da auf halber Höhe unter den Boxen festmachen, weil die dann einfach wirklich noch am besten wirken. Also ich habe das neulich auf einem Foto gesehen, da waren so ganz typische Moonflower-Effekte hier, da, da und da. Also da, wo jetzt die Flatpaars sind, da würde ich beim nächsten Mal, vielleicht probiere ich das mal aus, da würde ich die ganz normalen Lichteffekte Lightmax Stardust hinmachen, weil die dann wirklich so, wenn man das richtig positioniert, so wie so ein Sonneneffekt ergeben. Weil die dann einfach wie so ein Sonneneffekt wirken und das finde ich eigentlich ganz cool. Vor allem, wenn man dann so vier Stück nebeneinander hat und die alle gleichlaufend hat, dann sieht das echt mega cool aus. Meinst du, von dem Showkopf bleibt was übrig? Keine Ahnung, aber es gibt nur zwei von Royal und ein Dreifel. Kannst du ein dünnes schneiden? Die Leute haben ein bisschen was gegessen und daher... So? Noch dünner. Das schmeckt ja genau. Ich glaube, das ist jetzt Schoko. Das ist lecker. Das ist Erdbeer. Bitte schön. Oh, merci. Gerne. Machst du die sogar da? Die Dame macht sich schon Vorschuhe aus.
So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Fazit dieser Hochzeit vom 20.08.2022. War es eine gute Hochzeit? Ja, kann man definitiv sagen. Es ist jetzt 3.18 Uhr. Die Party, also es war zum Ablauf. Das Abendessen gab es um 17.30 Uhr, also so ein bisschen wie im Krankenhaus, aber das lag einfach daran, die Trauung war sehr, sehr früh und die haben dann auch den Sektempfang ziemlich früh gemacht. Also mit anderen Worten, das war schon okay. Ein bisschen ungewöhnlich, aber in Ordnung. So. Dann Essen ging ungefähr bis so 20 Uhr und dann auch noch Torte. Also die haben das schon ziemlich hinausgezögert. Und beim Essen gab es echt eine kleine Kuriosität. Und zwar, der Bräutigam hat die Vorspeise angekündigt. Und dann gab es Vorspeise am Platz, Salat mit karamellisiertem Ziegenfrischkäse, glaube ich. Super lecker. So, und dann war die Vorspeise vorbei. Und auf einmal steht der Küchenchef vor mir. Der hatte sich, also es war wahrscheinlich der Betreiber, der Chefkoch da, der hatte sich vorher schon einmal bei mir so vorgestellt, also Nase ganz weit hoch, und hat sich so ein bisschen aufgebaut und gesagt, ja, in 20 Jahren hätte es hier einen Polizeieinsatz gegeben und er möchte gerne, dass das nicht mehr werden. Da habe ich ihm kurz erklärt, dass ich den Job seit 30 Jahren mache, mich sehr wohl auskenne und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, gegen Mitternacht, also wenn er weg ist, wenn es später wird, dann kommt eine große Frau und der wäre dann, den Anweisungen sind dann Folge zu leisten. Und wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen mal raushört, was der einem sagen will, dann duldet der keinen Widerspruch und erwartet, dass man als Dienstleister, als Hochzeits-DJ dafür sorgt, dass es nicht zu laut ist, um das jetzt mal neutral zu sagen. Gut, habe ich mir also alles angehört, alles gut. So, und dann kam es eben zum Hauptgang und dann stellt er sich ungelogen, er steht vor mir und sagt zu mir, Sie machen jetzt die Musik aus. Ich habe gedacht, ich hätte irgendwas falsch gemacht oder das wäre irgendwie... Nee. Und dann ist er in die Mitte vom Raum gegangen und hat den Gästen und dem Brautpaar erstmal, also bestimmt 10 Minuten erklärt, was es zu essen gibt. Mit welchem Zulieferer er da wie lange zusammenarbeitet und sein Schwiegersohn ist Jäger und darum gab es dann heute Wildschweinkeule. Die war super lecker, keine Frage, aber das habe ich in 30 Jahren noch nie erlebt, dass sich der Koch in die Mitte der Gesellschaft stellt und auch nochmal seine Ansprache hält und auch dem Brautpaar alles Gute wünscht und so weiter und ausholt und ich habe gedacht, die Leute haben Hunger. Alter, bring das Essen auf den Tisch. Fand ich ein bisschen merkwürdig. Naja, gut. Jeder so, wie es ihm gefällt. Und das Essen, muss man wirklich sagen, war hervorragend. Es gab Freilandpute und es gab Wildschweinkeule und es gab rosa gebratenes Roastbeef. Es war unfassbar lecker. Ich habe auch noch Gambas gegessen. Also super lecker. Und habe ich ja gerade gesagt, weil sich das Ganze so hingezögert hat, weil man das hinausgezögert hat. Habe ich mir, ich glaube, so eine halbe Stunde nach dem ersten Teller nochmal eine zweite Portion geholt und die war auch nicht gerade klein. Also es war mehr als genug zu essen da und es war einfach unfassbar gut. Also auch die Kritik am Chefkoch da, am Betreiber der Location, Neugebauer oder Neubauer, das ja, mag jetzt vielleicht ein bisschen, das war halt sehr merkwürdig, dass der sich da hinstellt und dann erstmal so erzählt. Aber ich meine, gut, vielleicht ist er auch einfach ein sehr stolzer Eigentümer und Betreiber und wollte dann einfach auch noch mal seinen Teil dazu beitragen, dass es allen schmeckt. Man muss dazu sagen, ich habe glaube ich keine Menükarten auf dem Tisch gesehen, aber das, was es gab, war auf großen Tafeln am Essen hingeschrieben. Also man konnte das gar nicht verfehlen. Von daher fand ich das ein bisschen komisch. Gut. Zweite Kuriosität war die Hochzeitstorte. Das war halt keine wirkliche Torte, sondern das waren halt Torten, also ne, wie man das so kennt, so 30 cm Durchmesser. Die waren aber gebacken oder gemacht von einer französischen Pâtissière. Also eine wirkliche Chefin ihres Fachs, eine Meisterin ihres Fachs. Und holy fucking shit, ich habe in 30 Jahren noch nie so eine leckere Torte gegessen. Also
Das war eine Erdbeertorte, also ganz viel, also fast so wie eine Philadelphia-Torte, aber einfach so sahnig, süß und trotzdem leicht. Und es hat mir noch unfassbar gut geduftet. Also das war mit Abstand die beste Torte. Da kommt nichts dran. Ey, kein Fondant, keine Käsesahne, gar nichts. Also das war... ich habe zwei Stücke gegessen. Ich wäre fast geplatzt. Ich hätte am liebsten noch ein drittes Stück gegessen, aber das ging ja nicht. Und ich habe das dann, als ich mich vorgestellt habe vor dem Eröffnungstanz, habe ich das dann auch nochmal erwähnt. Ich mache das immer so, ich stelle mich kurz vor und bitte dann alle nochmal um einen Applaus für die Servicekräfte, für das Essen und habe aber auch nochmal erwähnt, wie hervorragend diese Torte war. Weil großes Kompliment an das Brautpaar, großes Kompliment an die Patissiere. Beste überhaupt. So, und von der Zeit sind wir jetzt nach dem Essen, Torte, ungefähr 9. Und ich habe so gedacht, oh, das ist aber ein ganz schön langer Abend, wenn das jetzt bis 3 Uhr geht, 6 Stunden tanzen, kann lang werden. Ja, kann ganz schön langer Abend werden. Und dann, so gegen Mitternacht, kommt dann schon das erste Mal diese, die Spätschicht-Dame zu mir vom Service und sagt, hier Wolfram, du musst den Subwoofer, den Bass rausdrehen und du musst insgesamt leiser machen. Und dann, sie kam, glaube ich, insgesamt 3-mal, so dass ich irgendwann einfach total frustriert den Subwoofer abgeklemmt habe, nur noch die Topteile ablaufen lassen. Und selbst das war vom Bass her zu viel. Also 10 Zoll Tops, die haben wahrscheinlich schon öfter mal Ärger bekommen, beziehungsweise haben Gespräche mit ihren Nachbarn geführt und natürlich sind die sehr daran interessiert. Das ist eine Location in einem Wohngebiet. Genauso wie hier in dieser Gärtnerei Löwer, die haben ja auch einen eingebauten Limiter und man muss die Anlage benutzen, die da drin ist. Die ist qualitativ geil, gar keine Frage. Aber wenn du da einen Limiter hast, der von der Theke aus gesteuert werden kann, das ist schon echt frustrierend. Immer auch sei. Party war geil, alle haben Spaß gehabt. Ja, ging. Also gibt's gar nicht groß was zu meckern. Und die Party ist aber nach hinten raus ziemlich ausgeklungen. Also einfach aufgrund der Tatsache, dass ich nicht so laut machen konnte. Ja, ich habe die ersten so gegen 1 Uhr gehen sehen. Da waren aber auch schon die ganzen Älteren weg. Und das hat sich dann so ziemlich schnell reduziert. Und am Ende waren jetzt vielleicht noch so 10 Leute da. Und die 10 waren aber seit 2 Uhr die letzten 10. Und dann haben wir, also ich habe dann irgendwann einfach angefangen, ja, die Kabelbinder von den Kabeln abzumachen und auch das Licht ein bisschen runterzufahren. Also einfach ein paar Scheinwerfer auf eine einzelne Farbe und dann eben Kabel abzuklemmen und so weiter. Bräutigam hat sich sehr ausführlich bedankt, hat sich, ja, war toll, war gut, hat ihm gefallen. Und jetzt gibt es eine Rechnung per Post. Ja, das war nach ein paar Wochen Pause eine tolle Hochzeit. Es waren jetzt, glaube ich, 3 Wochen zwischen der letzten Hochzeit und heute. Und ja, ich bin jetzt auch irgendwie entsprechend müde. Ich fahre jetzt noch so 20 Minuten, dann bin ich auch zu Hause und bin im Bett um 20 vor 4. Und ja, es gibt schon wieder demnächst ein paar Buchungen. Vor allen Dingen von der Primus-Linie, also von dieser Schifffahrtsgesellschaft, da werde ich jetzt wirklich demnächst öfter sein. Das ist immer ganz nett, weil es ja hervorragendes Essen gibt, weil das immer so Betriebsfeiern sind, also Leute, die wirklich feiern wollen, die tanzen wollen. Und der Vorteil ist einfach, ich lade mein Zeug aufs Schiff, fahre das Auto in die Tiefgarage, fahre mit dem Schiff hin und her, baue hinterher alles zusammen, kann das unten abstellen, hole eben mein Auto und kann das relativ schnell und unkompliziert einladen und bin dann auch wirklich zu einigermaßen normalen Zeiten wieder im Bett. Also das ist schon, muss ich ehrlich sagen, ein Riesenvorteil. Ich liebe diese Jobs. Die gehen nicht so lange, sind aber trotzdem gut bezahlt. Und ja, also mit den Damen, die mich da buchen, würde ich fast sagen, bin ich so. Also
Ich glaube, dass das eine sehr, sehr fruchtbare, sehr, sehr tolle Zusammenarbeit wird in den nächsten Wochen und Monaten. Zumal die natürlich auch Veranstaltungen haben an Terminen, wo ich normalerweise nichts habe. Also gerade so diese Zeit Oktober, wenn die Hochzeiten vorbei sind, und November, wenn also die Weihnachtsfeiern noch nicht angefangen haben, dann sind das echt ganz gute Veranstaltungen, mit denen man auch nochmal gute Geld machen kann. Und überhaupt mal so eine Übersicht. Also ich bin jetzt, Stand heute, Mitte August, für das Jahr 2022 für Veranstaltungen im Wert von ungefähr 17.000 Euro. Und 17.000 ist so der gesamte Umsatz, den ich dieses Jahr machen werde. Und das kommt schon echt an definitiv Vor-Corona-Niveau heran. Also da gibt's gar nichts zu motzen und zu meckern. Also da stehe ich, glaube ich, echt ganz gut da. Jetzt fahre ich mal weiter und fahre dann irgendwann ins Bett. Euch wünsche ich ebenfalls gute Geschäfte, viel Spaß in dieser Saison und ja. Achso, auch hier dürft ihr mal heute bei der heutigen Hochzeit mal einen Kommentar abgeben. Was glaubt ihr, wie viel ist so eine Hochzeit wert? Also ich habe angefangen, also ich war fertig mit Aufbauen so gegen 14.30 Uhr und der größte Teil des Nachmittages hat sich echt lang hingezogen. Also ich hatte netterweise ein Buch dabei, weil ich wusste, dass es eine große Pause, also mit nicht viel zu tun gibt. Richtig Musik gemacht, ja, habe ich wirklich erst ab 9. Also viel Freizeit dazwischen, muss halt einfach früh da sein, weil einfach das Publikum schon so früh da war. Und ich mache das so, dass ich diese Zeit zwischen Aufbau fertig bis Anfang Party, Anfang Disco, mit dem halben DJ-Satz berechne. Also DJ-Satz ist Summe X und der Techniker-Satz, so nenne ich das, ist die Hälfte davon. Ja, könnt ihr also ungefähr ausrechnen. Kleine Anlage, kleines Licht, kleines Ton habt ihr ja gesehen. Funkmikrofone waren dabei, Nebelmaschine war dabei. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr für so eine Veranstaltung nehmen würdet. Mein Name ist DJ Winston aus Frankfurt. Gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Ciao.